war bestürzt und bewegt von dem dienstlich Erlauschten, und vielfach beschäftigte es damals seine Gedanken. Sein Widerwille gegen die heiligen Älterlein war lebhaft, doch auch der belehrende Einschlag entging ihm nicht. Und er wäre nicht Josef gewesen, ohne die Bereitwilligkeit, sich davon fördern zu lassen. Was er gehört, war danach angetan, seinen Gesichtskreis zu erweitern und ihm eine Warnung zu sein, in der engsten geistigen Heimat der Väterwelt und ihrer Gottesmühe, deren Sprössling und Zögling er war, etwas allzu einzig Einmaliges und Unvergleichliches zu erblicken. Nicht Jakob allein sorgte sich in der Welt. Das geschah überall unter den Menschen. Und überall gab es den Gram, ob man sich denn auch noch auf den Herrn verstehe und auf die Zeiten. Mochte er auch zu den linkischsten Auskünften führen, da und dort, und mochte freilich Jakobs Erbgedanke des Herrn ihm die feinsten und angreifendsten Prüfungsmittel bieten für die sorgende Frage nach dem Abstand, in den etwa Brauch und Sitte vom Willen und Wachstum eben dieses Herrn geraten sein mochten. Immerhin, wie nahe lag auch hier beständig das Fehlerhafte. Hatten nicht Jakobs schwermütige Bedenken in Sachen des Festes ihn in Versuchung gebracht, das Fest und seine Bräuche überhaupt zu zerstören, um seiner Wurzeln willen, die wohl sich nähren mochten im unteren Unflat? Um Schonung hatte der Sohn ihn bitten müssen fürs Fest der Verschonung, den schattenspendenden Wipfelbaum, der mit dem Herrn hinausgekommen war über die kotige Wurzel, aber dorren musste, wenn man sie ausrodete. Josef war für Verschonung, er war nicht fürs Ausroden. Er sah in Gott, der schließlich auch nicht immer gewesen, der er war, einen Gott des Verschonens und des Vorübergehens, der nicht einmal im Falle der Flut bis zum Letzten und an die Wurzel der Menschheit gegangen war, sondern in einem Gescheiten den Gedanken des Rettungskastens erweckt hatte. Gescheitheit und Verschonung, das schienen dem Josef geschwisterliche Gedanken, die ihr Kleid trugen, im Austausch und wohl gar einen gemeinsamen Namen trugen, den Namen der Güte. Gott hatte den Abram versucht, ihm den Sohn zu bringen, dann aber hatte er ihn nicht genommen, sondern lehrhafterweise den Widder untergeschoben. Die Überlieferung dieser Leute hier, so hoch sie wandelten im Himmelreich des Geschmacks, ermangelte leider so gescheiter Geschichten. Es war ihnen manches nachzusehen, so widrig sie waren mit ihrem Gekicher über das schnitzerhafte Schnippchen, das sie den Kindern geschlagen. Auch ihnen war Weisung geworden vom Vatergeist in Gestalt eines unsicher umgehenden und selber noch gar sehr im Dunkelreich wesenden Seelengerüchtes, dass es hinaus wolle mit uns übers Altheilige und über Brauch und Stufe ins Lichtere, und sie hatten die Opferzumutung vernommen. Aber wie sehr, wie labanmäßig waren sie im Alten verharrt, gerade indem sie dem Weltneuen ein Zugeständnis machen wollten. Denn kein Witter war ihnen erschienen, den Gottverlassenen, dass sie ihn zum Hammel des Lichtes machten, sondern hatten Potiphar, das zappelnde Söhnchen, dazu gemacht. Armer Potiphar! Er war eine Null in aller Pracht seiner feurigen Wagenräder und all seiner Größe unter den großen Ägyptens. Der Jungsklave Osarsif hatte eine Null zum Herrn, einen Rubenturm ohne Kraft und Fehlbarkeit, ein schnitzerhaftes Opfer, nicht verwehrt und nicht angenommen, ein weder noch von ungöttlicher Außermenschlichkeit, sehr stolz und würdevoll am hellen Tag seiner Ehren, doch seiner verstümperten Nullheit bewusst in der Nacht seines Wesens und äußerst bedürftig der Würdenstütze und Schmeichelei, die alle Umstände und besonders noch die Dienertreue Montcalfs ihm zukommen ließen. Im Lichte des Vernommenen fasste Josef die schmeichelnde Dienertreue aufs Neue ins Auge und zögerte nicht, sie nachahmenswert zu finden. Es ist so,
Aufgrund seiner Einsichtnahmen als stummer Diener beschloss er, seinem ägyptischen Herrn, sobald und soweit er nur Gelegenheit dazu haben würde, ebenfalls behilflich zu sein, nach dem Muster Montcalfs, und wie er nicht zweifelte, feiner und mehr zu Danke dem Herrn als jener. Denn auf diese Weise am besten, sagte er sich, würde er einem anderen Herrn, dem Höchsten, behilflich sein, bei seinem des Jungsklaven Osarsif fortkommen in der Welt, darein er verpflanzt.